Über den Dächern Schwerins überreichten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sozialministerin Stefanie Drese am 17. August die ersten Ehrenamtskarten. Zwei besonders engagierte Schweriner konnten sich im Sky Beach Club über diese Würdigung ihrer Tätigkeit freuen. Laut der Ministerpräsidentin ist die landesweit gültige Bonuskarte als Wertschätzung für eben diese bürgerschaftlich Aktiven im Land gedacht. Die Ehrenamtskarte ist ein weiterer Baustein in unsere Strategie, das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern stärker zu unterstützen. Über 600.000 Frauen, Männer, Jugendliche engagieren sich für andere Menschen, geben das, was unheimlich wertvoll ist, die eigene Zeit, ob im Sport, in der Kultur, in der Pflege, im Demenzbereich. Und deshalb wollen wir jetzt mit vielen Partnern noch Danke sagen mit der neuen Ehrenamtskarte. Und ich freue mich, dass es so gut angenommen wird. Schwesig betonte, dass für rund 600.000 Menschen, also 43% der Bevölkerung, ein Ehrenamt Teil ihres Lebens ist. Darunter Eva Riemann und Andreas Schmidt. Riemann engagiert sich seit vielen Jahren im Zentrum Demenz Schwerin. Schmidt hält seit einem Jahrzehnt als Ehrenamtler und einziger Trainer beim Drachenbootsport Schwerin e.V. die Stellung. Wir haben viele Detailfragen im Sozialministerium besprochen und deswegen war das schon ein ganz besonders schöner Moment für mich heute, die Ehrenamtskarte an die ersten Ehrenamtler zu geben und gleichzeitig sagen zu können, dass über 60 Unternehmen sagen, über diese Art und Weise bedanken wir uns auch bei Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern im Land. Wirklich ein schönes Dankeschön und eine tolle Würdigung für die beiden Ehrenamtler, die ja heute auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen und dieses bunte Design der Ehrenamtskarte passt sogar dazu. Laut Drese umfasst die Ehrenamtskarte bereits über 170 attraktive Angebote überall im Land. Die Partner reichen vom Sky Beach Club Schwerin bis hin zum Golfverband Mecklenburg-Vorpommern. Voraussetzung für den Erhalt der Karte sind mindestens 5 Stunden ehrenamtlicher Einsatz pro Woche, über aktuell mindestens 3 Jahre, bei Jugendlichen reicht 1 Jahr. Bislang haben rund 500 Ehrenamtler die Bonuskarte beantragt.